Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kickoff und herzlich willkommen zu Thiele Schalker, unsere kleine Talkshow in FC Schalke 04. Und heute geht es um einen möglichen neuen Spieler bei S04, denn Fakt ist, S04 sucht neue Spieler, Stürmerposition ist wichtig, Rechtsverteidigerposition ist wichtig, aber es wird auch noch ein neuer Linksverteidiger gesucht und genau darum geht es heute, denn ich habe mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht und dieser Gedanke ist bei mir im Kopf schon seit mehreren Wochen, wer denn Schalkes neuer Linksverteidiger werden könnte und vor allem auch in der Zukunft Schalkes Linksverteidiger werden könnte. Und ihr habt schon im Titel gesehen, mein klarer Vorschlag als Alternative für Oczipka mit einem gewissen Offensivdrang und zudem noch wirklich jung und entwicklungsfähig ist Lennart Csiborra. Viele von euch kennen ihn sicherlich, er ist ein Schalker Eigengewächs, der sich allerdings nicht durchsetzen konnte, beziehungsweise der auch leider keine wirkliche Chance bekommen hat bei dem Profikader von Schalke 04. Mittlerweile spielt er in Italien bei Atalanta Bergamo, zuvor noch eine Station in der Niederlande gemacht, darüber sprechen wir gleich noch etwas genauer. Und das ist für mich Schalkes Linksverteidiger der Zukunft und genau darüber sprechen wir heute. Aber beginnen tun wir erst mit einem anderen Thema und zwar Schalkes Linksverteidigerposition in den letzten Jahren. Wer hat dort gespielt und warum sucht man immer noch nach der perfekten Lösung? Ich bin mal ein paar Jahre zurückgegangen, in das Jahr 2011. Dort bestand die Position des Linksverteidigers aus Christian Fuchs, Sergio Escudero und Hans Sapai. Fuchs aus Mainz gekommen, hat eine gute erste Saison gespielt, Escudero und Sapai haben keine wirklich große Rolle mehr gespielt. 2012 war es wieder Christian Fuchs. Das war dann auch so langsam die Saison von Sead Kolasinac, wo er etwas bekannter wurde, auch ein paar Profi-Einsätze bekam. Auch dadurch hat Sergio Escudero dann keine Rolle mehr gespielt. Saison 13-14 war dann Kolasinac Stammspieler, Christian Fuchs war hinter ihm und ein gewisser Philipp Max stand auch noch im Kader. 2014 waren es dann nur noch Sead Kolasinac und Christian Fuchs und 2015-16 war es dann nur noch Sead Kolasinac. Also von Jahr zu Jahr wurde es ein bisschen schmaler. 2015-16 unter André Breitenreiter war Kolasinac der einzige nominelle Linksverteidiger im Kader. Hat es trotzdem sehr, sehr gut gemacht, auch wenn er nahezu jedes Spiel spielen musste. Hat sich dadurch aber eben auch nochmal enorm weiterentwickelt. 2016 hat man dann noch Abdul Rahman Baba hinzugeholt unter Markus Weinziel, der dann eben als Alternative gegolten hat hinter Sead Kolasinac, der eben dann auch leider sein letztes Jahr auf Schalke gespielt hat. Und seitdem, wirklich seit Saison 16-17, wo Kolasinac das letzte Mal für Schalke gespielt hat, seitdem sucht man wirklich einen richtig guten, passenden Linksverteidiger. Oczipka sollte die Lücke füllen. Man wusste aber von Anfang an, er ist ein ganz anderer Spielertyp als Sead Kolasinac. Er bringt andere Komponenten mit, defensiv durchaus stark. Nicht so wirklich viel Tempo, nicht so viel Offensivdrang, aber das wusste man vorher und genau deswegen hat man oder habe ich persönlich als Fußballfan jetzt auch nicht so krass viel erwartet und wurde bislang von Oczipka auch teilweise noch nicht so enttäuscht. Also seine erste Saison 17-18 war wirklich gut, zweite Saison war für wie von ihm wie auch von allen anderen schlecht und diese Saison wirklich gute Hinrunde, schlechte Rückrunde. Also eine gute, solide Möglichkeit, aber eben kein Spieler, den man langfristig wirklich als Linksverteidiger, ja, als Stammspieler sehen könnte und deswegen wurde eben auch im Jahr 2018 Hamsham Mendy hinzugeholt, über den man nicht mehr wirklich viel sagen muss. Sportlich hat er auf Schalke nie wirklich überzeugen können. Ja, er hat auch links außen gespielt, er hat auch Stürmer gespielt, aber auch als Linksverteidiger hat er wirklich keine guten Partien gemacht. Er wurde verliehen, ist jetzt wieder zurück, soll aber verkauft werden. Jonas Karls war in dem Jahr auch zum ersten Mal im Profikader, hat leider dann keine wirklich vielen weiteren Chancen mehr bekommen, was ich ein bisschen schade fand. Meine Güte, jetzt sagen wir es wieder. Und dann wurde im letzten Sommer neben Oczipka noch Juan Miranda verpflichtet. Auch von dem hat man sich sicherlich mehr erhofft, als man bekommen hat. Ich war, ja, eigentlich, was heißt positiv gestimmt jetzt nicht, aber ich dachte, ein Talent von Barca, das wird sicherlich, oder der wird sicherlich was drauf haben, weil eben auch Juventus Turin an ihm interessiert war. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr getäuscht. In der Rückrunde hat er ein paar Einsätze bekommen, aber auch was allein schon das Stellungsspiel angeht, das Tempo, das waren schon wirklich Komponenten, die nicht gut waren und deswegen ist es jetzt auch nicht schlimm, dass er wieder weg ist, denn man braucht einfach langfristig gesehen einen neuen Mann, der vielleicht die nächsten Jahre dort spielen kann. Und genau deswegen sprechen wir jetzt auch endlich über Lennart Csiborra. Ganz kurz zu den Fakten, warum Lennart Csiborras Schalke sein Mann ist für die Zukunft. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Csiborra ist gerade einmal 21 Jahre jung. Sicherlich kennen ihn trotzdem viele noch nicht, obwohl er jetzt schon mittlerweile 2 Jahre komplett als Profi spielt. In vielen deutschen Medien hört man nicht wirklich viel über ihn, aber das ist jetzt auch nicht komplett problematisch, weil eben auch Atalanta Bergamo oder auch sein vorheriger Verein Heracles Almelo aus der Niederlande nicht wirklich medienpräsent so sind, dass ein Lennart Csiborra ein großes Thema ist. Fakt ist aber auch,
er hat sich wirklich etabliert als Linksverteidiger. In Italien bei Atalanta kennen wir alle Robin Gosens, der gerne zu Schalke 04 wechseln würde, der aber jetzt auch gesagt hat, aktuell ist es einfach nicht realistisch, darüber müssen wir jetzt auch nicht sprechen. Aber obwohl Robin Gosens als Linksverteidiger dort gesetzt ist, auch etwas offensiver spielt, kriegt Ciborra in der ähnlichen Position 25 Einsätze in dieser Saison. Und das ist schon wirklich stark. Das ist richtig stark. Und dort sehen wir einfach, wie sich der Junge seit seinem Schalke-Abgang 2018 entwickelt hat. Da ging er nämlich zu Heracles Almelo in die Niederlande mit einer Rückkaufoption, die Schalke 04 dort vereinbart hat. Die wurde allerdings letztes Jahr nicht gezogen. Und ich frage mich ehrlicherweise bis heute, warum dies nicht passiert ist. Denn er hat überzeugt und ging dann eben 2019 für 4,5 Millionen Euro zu Atalanta Bergamo. Schalke 04 hätte ihn somit im letzten Sommer holen können und zwar auch noch günstiger als diese 4,5 Millionen Euro. Warum das nicht passiert ist, ist mir wie gesagt wirklich bis heute ein großes Rätsel. Denn er ist ein Schalker Eigengewächs, hat mehrere Jahre in der Schalker Jugend gespielt, nachdem er von Cottbus gekommen ist und hat wirklich ein gutes Jahr in Holland erlebt. Schalke 04 brauchte letzten Sommer einen neuen Linksverteidiger. Man hat sich dann für Juan Miranda entschieden, statt Lennart Ciborra zurückzuholen und ihm eine Chance zu geben. Ich denke mal, ein Jahr später, genau jetzt, wird man das durchaus bereuen. Wie gesagt, Ciborra, 25 Spiele bei Atalanta gemacht, eine wirklich gute Saison gespielt, hat jetzt auch einen durchaus guten Marktwert. Also es ist fast schon zu schwierig, ihn jetzt zurückzuholen, aber für mich ist er einfach der perfekte Mann und deswegen muss Schalke 04 da nochmal alles geben. Denn nun ist natürlich die Frage, könnte denn Lennart Ciborra noch einmal Thema auf Schalke werden? Und von mir gibt es da ein klares Ja. Es ist schwierig, da muss man gar nicht drüber spekulieren, das muss man auch gar nicht diskutieren. Denn Schalke hat nicht viel Geld, wir kennen die Geschichte mittlerweile, man muss es jetzt auch nicht in jedem Video sagen. Aber dadurch ist natürlich auch begrenzt, auf welchen Positionen man sich dann auch für eine gewisse Ablösesumme verstärken wird. Ich dachte erst so, Ciborra hinter Robin Gosens bei Atalanta, vielleicht kann man eine Leihe arrangieren. Glaube ich nicht. Bei 25 Einsätzen in der aktuellen Saison sieht es danach nicht aus, dass Atalanta ihn per Leihe abgeben würde. Geht Robin Gosens, hat sicherlich auch Ciborra dann dort auch bei Atalanta die Chance, auch eben in der Champions League bei so einem Verein Stammspieler zu sein. Deswegen, Schalke 04 hat diesen Sprung verpasst, Ciborra zu holen, aber für mich immer noch der perfekte Mann. Geht Gosens, hat Ciborra sicherlich eine gute Chance bei Atalanta. Bleibt Gosens, wird man mal sehen, was er dann in der nächsten Saison so für Chancen bekommt. Denn dann hat man als Schalke 04 jetzt nochmal die Möglichkeit, ihn vielleicht nochmal zurückzubekommen. Man müsste das auf jeden Fall probieren, bevor es dann endgültig zu spät ist. Denn wir haben es bei Robin Gosens gesehen, wenn du als Linksverteidiger eine wirklich überzeugende Saison spielst, zudem noch Champions League spielst, dann bist du für solche Clubs wie Schalke 04 einfach zu groß. Gosens mittlerweile bei Teams wie Arsenal, Inter, Juve auf dem Zettel, das sind ganz andere Kaliber. Nicht nur finanziell gesehen, sondern auch sportlich gesehen als Schalke 04. Letzten Sommer oder vielleicht auch vor 2 Jahren hätte man bei Robin Gosens sicherlich noch eine richtig gute Chance gehabt. Und genau so ist es für mich jetzt auch bei Lennart Ciborra. Letztes Jahr hätte man ihn holen müssen. Dieses Jahr steht er nicht so im Fokus, weil alle über Robin Gosens sprechen bei Atalanta. Trotzdem hat er schon bewiesen, was er kann. Und deswegen glaube ich, diesen Sommer hat man bei einer gewissen Summe, die man dann halt mal berappeln müsste, noch die Chance, ihn zu holen. Wenn Gosens geht und Ciborra noch mehr Einsatzzeiten bekommt, hat Schalke keine Chance mehr in den nächsten Jahren. Das sollte allen ganz klar sein. Er bringt Offensivdrang mit, der auch eben auf Schalke 04 seit Jahren fehlt und er könnte eben Schalke 04 auf Jahre hinweg helfen. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ciborra hat sicherlich großes Talent, was eben auch gefördert werden müsste. Und wenn er nach Schalke 04 kommt, in dem Sommer zum Beispiel erst 21 Jahre, kann man sicherlich, wenn man es klug anstellt, in den nächsten 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahren mit ihm planen. Es wäre für mich gesehen endlich eine langfristige Lösung, die wir auf Schalke seit Sead Kolasinac suchen. Diese Suche könnte mit Ciborra ein Ende finden. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, glaube ich nicht, dass er wirklich großes Thema auf Schalke 04 ist. Letztes Jahr hat man es verschlafen, ihn zurückzuholen. Fragt mich nicht warum. Ich kann es wirklich nicht verstehen, wer da gepennt hat und warum man ihn nicht da zurückgeholt hat. Wirklich, das ist für mich dumm. Das ist wirklich, wirklich dumm, ihn da nicht zurückgeholt zu haben. Jetzt haben wir es, weil es macht einfach oder es hätte komplett Sinn gemacht. Er ist ein Schalker Eigengewächs, er kennt den Verein seit mehreren Jahren aus der Knappenschmiede, er kennt dadurch natürlich auch ein bisschen auch die Abläufe der Profimannschaft. Er hat in Holland ein wirklich gutes Jahr gespielt, hat nicht viel gekostet und stattdessen holt man sich einen Juan Miranda, der zuvor noch nie Bundesliga gespielt hat und noch nie Profispieler bei Barca auch war. Unverständnis da.
Bringt aber nichts mehr. Deswegen diesen Sommer vielleicht nochmal was probieren. Vielleicht bei einem Marktwert von 4, 5 Millionen kriegt man ihn für eine etwas höhere Summe. Dann von mir aus auch auf Schwolo verzichten für 8 Millionen. Und das Geld lieber in einen Vitor Bocher investieren, wo man die nächsten Jahre was von hat als Linksverteidiger. Ich würde es mir wünschen. Wie gesagt, ich glaube nicht mehr wirklich viel daran. Aber ich wollte einfach darüber sprechen, weil Lennart Tschibora ist ein Schalker Jung, ist ein Schalker Eigengewächs. Es gibt jetzt auch schon mehrere Videos über ihn, weil er auch einfach so ein interessanter Spielertyp ist. Viele Schalke-Fans haben mir auch in die Kommentare geschrieben, warum man ihn nicht zurückgeholt hat. Wie gesagt, keine Ahnung. Fakt ist aber auch, diesen Sommer hat man vielleicht, wenn überhaupt diesen Sommer, hat man die letzte Chance, ihn zurückzuholen. Und das sollte man auch tun. Ich bin sehr gespannt. Tschibora wäre mein Mann für die linke Seite für die nächsten Jahre. Ich bin sehr gespannt, wen Schalke stattdessen vielleicht dann eben holen wird. Eure Meinung zu Lennart Tschibora gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum neuen Fußballquiz. Macht's gut, ciao und bleibt am Ball.